Ganz aber die Ingame-Musik, richtig. Ist einfach viel zu ruhig in der Zeit ohne euch. Süß von dir, aber ich meine, so laut. Mal gucken, wo die Kamera anfängt und aufhört. Kommt jetzt so ein Update, Dingsel oder nicht so? Gab's schon auf YouTube, Fuchs. Das gab's schon. Unsere Mutter hat sich länger angefühlt. Unser letzter Stream war am, lass mich lügen, ich glaube am 8.5. Also 8. Mai, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Und jetzt haben wir 22.8. Das sind ungefähr 3,5 Monate. So ganz ungefähr. Außer ich kann nicht mehr rechnen, was auch gut möglich ist. Also wundern würde es mich nicht. Viel zu lange, ihr seid zu süß. Ihr seid wirklich einfach nur süß. Dankeschön. Ja, Go Medieval. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Ich kenne es nur von Steam, beziehungsweise von. Ich habe dazu einmal einen Stream gesehen, aber auch nicht wirklich richtig, sondern eher so Lurker-mäßig, wie immer. Da habe ich noch überhaupt keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, um was es sich dabei handelt, etc. pp. Ich bin gespannt. Aber ich freue mich drauf. Ach du großer Gott. Standard. Die Siedlung wird von feindlichen Überfällen sowie von Umwelteinflüssen heimgesucht. Überfälle finden in regelmäßigen Abständen statt. Der Schwierigkeitsgrad passt sich an. Okay. Friedlich. Finden keine Angriffe statt. Nee, ist ja doof. Überleben. Feindliche Überfälle kommen in diesem Modus häufig vor. Ach so, und dann kann man dann noch, wenn man will, dann auch noch Schwierigkeit anpassen. Ich mach mal einfach, ne? Ich will es ja entspannt haben. Aber was gibt's bei euch Neues? Was habt ihr so erlebt in den 3 Monaten, wo wir nicht da waren? Ich meine, mit ein paar habe ich ja mal geschrieben oder Kontakt gehabt oder mal bei anderen Streams gesehen. Aber nicht mit vielen. Daher. Ach du großer Gott. Gibt's hier Tutorial oder habe ich jetzt gerade überlesen? Warte mal. Ne, es gibt nur Fortsetzen, neues Spiel. Okay. Nevermind. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Jeder Siedler hat eine vergangene Geschichte, die er weit hinter sich gelassen hat. Aber jetzt hat diese zerknüpfte Gruppe ein gemeinsames Ziel, zusammen eine neue Heimat aufzubauen. Empfohlenes Szenario für Spieler, die zum ersten Mal spielen. Ich meine. Kinda. Alter, Reichweite, größere Reichweite. Okay. Einsamer Wolf. Dieser Siedler startet allein mit spärlichen Mitteln unter härtesten Bedingungen. Aha, mit Sicherheit nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein neues Leben. Was? Ach du Heilige. Okay. Siedlungsname. Können wir einen gut nehmen, was ein guter Siedlungsname wäre. Was denn so typische Winter? Ich habe hier seit ungelogen eine Woche oder so eine Fliege in der Wohnung, die ich nicht treffe und die mir so auf den Sack geht. Also nicht wundern, wenn ich hier sitze und irgendwie am Rumfuchteln bin. Winterian. I mean, ich verstehe, wie du drauf kommst. Ja, kann ich immer. Tal, fruchtbarer Boden und Lehm. Mäßige Mengen an Kalkstein, geringe Mengen an Gold, Silber, Eisen und Salz. Berghang, unebenes Terrain, geeignet für eine gute Verteidigungsposition, eine angemessene Menge an Kalkstein und Lehm, moderater Anteil an fruchtbarem Boden und Vegetation. Und Berg, reichlich Kalkstein, Gold, Eisen, Silber, geringer Anteil an fruchtbarem Boden. Ich würde ja das Tal nehmen und wir nehmen mal mittlere Map-Größe. Ich bin schlecht in sowas, ich bin darin auch nicht gut. Überraschung, Überraschung. Ach, du Heilige, okay. Was?
Okay. Bau, besser bei der Herstellung von Ziegelsteinen, im Meißeln von Steinen und im allgemeinen Bautempo. Bergbau, Intellekt 0. Kann ich die boosten oder ist das so als festgesetzt anscheinend? Blöde Fliege. Medizin Meisterschütze 19. Leidenschaftlich. Zimmerhandwerks, Leidenschaft, die hat es nur 2, okay. Religiöse Ausrichtung, kann ich das verstellen? Nee, kann ich nicht, schade. Vorteil, streitsüchtig. Wann immer es beim Faustkampf kommt, kann man sicher sein, dass Claire ihn angefangen hat. Und sympathisch, aus den Augen, aus dem Sinn, das ist das Motto von Claire. Sie macht sich keine Sorgen über Dinge, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Okay. Dann haben wir Motte. Ich sehe, wir haben Haarfarben getauscht. Du braun, ich schwarz. Tatsächlich sollte das eigentlich rot werden, aber meine Haare wollten nicht. Da ist das jetzt so ein ganz komisches Rot-Schwarz-Braun-Gemix. Sie hat sehr leidenschaftlich Botanik, okay, Kochkunst und Nahkampf, okay. Und Vorteile sind Vielfraß. Die einzige Möglichkeit, Lebensmittel vor dem Verderben zu bewahren, ist, sie schnell zu essen. Zumindest denkt Motte so. Träge, immer spät dran, immer müde. Motte ist nie pünktlich und kommt mit der Arbeit nur langsam voran. Ja, das ist ja scheiße. Und Inotta. Sind das nur Frauen? Ich dachte 50-50. Ha. Kälteresistent. Inotta scheint unempfindlich gegen Kälte zu sein. Sie arbeitet in den härtesten Tagen des Winters. Pflegelhaft, gemeinmürrisch, kaum noch zivilisiert. Mit Inotta zu arbeiten ist schwierig, sie anzufreunden noch schwieriger. Ich meine, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet für uns, wie die drauf sind, aber I take it. Warte mal, sind die jetzt wirklich alle? Okay, jetzt hat es wieder geändert. Sonnenhungrig, zarter, Eisen am Magen. Der Lieblingsdruck von damals ist das Essen von Hufnägeln oder Seife. Ach so. Wir haben eine Lena, das finde ich schon mal gut. Lena ist wählerisch. Ja, das ist schon richtig. Und Lena ist Kannibale. Nickerchen. Braucht die Augen nur für kurzes Nickerchen zu schließen, um sich vollständig erholt zu fühlen. Das ist super. Schneewittchen. Liebt nichts mehr als Leidenschaft, als die schneidende Luft und den knackigen Frost des Mittwinters. Komm, den nehmen wir jetzt mal. Oh, jetzt habe ich jetzt gar keinen Wappen, aber ist ja egal. Tutorial-Tipps einblenden, bitte. Und damit beginnen wir. Das ist übrigens eine Bildschirmaufnahme. Ach, großer Gott. Ein neues Leben. Die Pest hat auf den britischen Inseln gewütet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Unzählige Millionen starben vorzeitig und die Überlebenden stürzten in die Armut, brutal gezeigt von den Schrecken, die sie miterlebt hatten. Nichts würde mehr so sein wie zuvor. Beim Blühen der Erde im Frühling des Jahres 1353 machten sich David, Lena und Maud auf den Weg in die Wildnis, um ein Stück des Landes als ihr eigenes zu beanspruchen, wie es in den Augen Gottes und laut Gesetz zustand. Hier können sie den Grundstein für eine Art von Zukunft legen. Vielleicht entsteht daraus sogar Hoffnung. Lena ist zuversichtlich, sogar trotzig. Wir werden das hinbekommen. Wir werden unseren Anteil an Land nehmen, dort bauen und es verteidigen. Viele haben es versucht, einige sind gefallen, von Banditen bedrängt, von der Dürre besiegt. Doch viele haben sich auch durchgesetzt. Habt Vertrauen, der Ort, den wir gefunden haben, wird auch in Jahrhunderten noch stehen. Unsere Nachkommen werden noch dort sein. Nach vielen Strapazen kamen sie in ein Tal mit goldenen Ebenen an, das von einem sich schlängelnden Fluss durchzogen war. Für Maud beschwor es Visionen von reicher Ernte, Gesang und Wein herauf, ein Ort, um Wurzeln zu schlagen, eine Heimat. Sie beschlossen, sie Winterian zu nennen. Ein Auszug aus Liber Hämmer. Gedonem? Okay. Wow! Willkommen Going Medieval. Ich bedenke, dass das Spiel in einer intensiven Entwicklungsphase befindet. Das bedeutet, dass es einige Fehler und unverständliche Systeme haben wird. Du kannst den Almanach für Hilfe und Tutorials konsultieren. Kamerasteuerung WASD. Mausrad, okay. Gedrückt halten, die Maus umher bewegen zum Neigen und Drehen. Ja, das können wir schon mal nicht machen, weil Mausrad drücken klappt bei meinem Mausrad nicht mehr. Okay, mit Pfeiltasten. Okay.
Feldebenen, du kannst dich in Ebenen und Gebäudeetagen wechseln. Verwende die Buttons für die Ebene nach oben oder unten, in der linken und oberen Ecke oder verwende Komma und Punkt. Okay. Spieltemposteuerung, du kannst es ja beschleunigen, klick auf Tempotasten oder benutze 1, 2, 3, okay, wie bei Sims halt. Ja. Okay, weiter geht nicht, dann klicke ich mal hier. So, ich würde gerade gerne erstmal. Wow, okay. Die Maus-Sense ist ein bisschen hoch. Kann ich die vielleicht ein bisschen runtersetzen? Das ist Kameraempfindlichkeit. Ich wollte eigentlich die Maus. Dann halt nicht. Dann bleibt die Maus halt so, wie sie ist. Ressourcen können irgendwo gelagert werden. Platziere einen Lagerplatz, damit deine Siedler einen Ort haben, an dem sie Ressourcen lagern können. Ja, ich mache den mal 5x5. So, und Dorfbau ist untätig. Klicke auf Gegenstand zum Aufrüsten. Verboten. Also jetzt muss ich in all das hier. Warte mal, kann ich das. Nein, kann man nicht. Ich würde erstmal alles, dass die hier alles lagern. Und dann mal gucken. Muss ja auch den Haus bauen zum Schlafen und alles. Ach du meine Güte. Wie war das mit? Nein. Okay, jetzt bauen die jetzt erstmal alles ab. Jetzt muss ich. Nahkampf, Botanik. Sind untätig, ja. Warte mal, ich muss erstmal durchblicken, wer was hier kann. David, du wärst gut für den Bau. Basisproduktion, Möbel. Du baust erstmal ein Haus, würde ich sagen. Ich würde auch mal wieder 5x5 nehmen. Macht das jetzt auch direkt? Ach, die machen das alle. Okay. Das war jetzt zwar nicht so ganz das, was ich meinte, aber. Q und E zum Drehen, okay. Machen wir erstmal ein kleines Häuschen. Sims nur altmodisch, so ein bisschen, gell? Also, in Anführungsstrichen, weil. Nein, in Sims verteidigt man sich nicht unbedingt. Und Ressourcen sammeln ist, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe auch zum Beispiel nie Sims Mittelalter gespielt. Ich weiß ja gar nicht, wie das zum Beispiel ist. Ob das so ähnlich ist wie das hier? Keine Ahnung. Könnte ich. Warte mal. Nee. Wow. Okay, Tutorial Tätigkeiten. Tätigkeiten Priorität. Im Tätigkeitenfenster kannst du die Priorität dessen, was jeder Siedler tun soll, ändern. Schrittmäßig werden die Siedler ihre Tätigkeiten von links nach rechts priorisieren. Mit, okay, kannst du die Prioritäten der Tätigkeiten ändern, sodass ein bestimmter Siedler eine bestimmte Arbeit von einer anderen auswählt. Tätigkeiten, die auf die gleiche Prioritätsstufe gesetzt wurden, werden von links nach rechts priorisiert. Wenn das Tätigkeitenkästchen leer ist, bedeutet dies, dass ein Siedler diese Arbeit nie ausführen wird. Siedler werden immer die Arbeit mit der höchsten Priorität erledigen, die sie finden können. Wenn bestimmte Tätigkeit nicht auf der Prioritätenliste von jemandem steht, wird diese Arbeit nie erledigt werden. Der Rahmen eines Tätigkeitenkästchens sieht je nach Qualifikationsstufe des Siedlers unterschiedlich aus. Ja, klar, dass wenn die das nicht können, dass man es ausmacht. Warte mal.
Priorität 1 wird zuerst erledigt, Priorität 5 zuletzt. Nee, nie. Mal gucken hier. Okay, gesund pflegen. Haben die gar keine? Eieieiei. Sieben Bau, vier Bau. Das Dumme ist das gar nicht. Botanik 0, Botanik 5, Botanik 17. Ach, Botanik gilt auch als Ernten. Blöde Fliege. Oh, jetzt habe ich hier schon. Ups. Hier Bergbau 2, Bergbau 5, Bergbau 5. Problem ist aber hier beim Bergbau, der hat Prioritäten normal, aber der hat halt zwei Sterne dabei. Kochkunst. Anfertigen ist egal anscheinend. Schmieden. Zimmerhandwerk. Schneidern. Oh Gott, da jetzt durchzublicken, das wird spannend. Okay, wir gucken mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Tutorial Bau. Der Siedler müssen irgendwo wohnen. Beginne mit einem Holzfäller zum Basisfenster in der Rechteck zu bleiben. Habe ich schon. Okay, das Dach muss ich noch. Platziere Schlafstellen aus dem Möbelfenster im Inneren, damit der Siedler einen Schlafplatz haben. Das ist ja klar. Verbieten erlauben. Lagerplatz, ja gut, das hatten wir ja schon. Aber wenn ich den Sinn nicht verstehe, das, warum man Sachen verbieten kann. Ja. Problem ist nur, dass ich dieses Dach halt nicht wirklich sehe. Was ist denn das hier? Ach, Dachelemente ausblenden, okay. Aktuell haben wir nur Heuschlafstellen. Ja, da oben wollte ich es auch nicht hinplatzieren. Jetzt gerade mal gucken, wie ich die Kamerasteuerung ändere. Da. Ansicht nach rechts drehen, Ansicht nach links drehen. Keypad 9 und 7. Oh ja. Okay, cool. Könnte ich mir eigentlich auch auf die Maustasten legen, mal gucken. So, jetzt sind es genug Betten. Kann ich nicht bei mehreren sagen, von wegen. Wo ist der Unterschied zwischen Ernten und Schneiden? Das kann ich jetzt wieder ein, dann sind die nicht mehr da, genau. Du warst die, glaube ich, mit. Die so gut mit Bogen konnte, gell? Naja, 9 halt. Kommt, Kinder, ihr müsst mal hier Sachen aufnehmen.
Gut, die lagern die jetzt, aber wie kann ich denn sagen, dass die. Befehle. Teilen Sie die Befehle mit dem Befehlston in der rechten unteren Ecke. Ah, okay. Rechten unteren Ecke. Fällen. Das macht ganz auch Sinn. Die müssen anscheinend auch essen. Was haben wir denn hier? Pflanzen schneiden, abreißen, abbrechen, erlauben, jagen. Die auch kann man sagen, sollen sie ernten, okay. Okay, und die haben anscheinend einen höheren Befehl zu ernten, deswegen ernten jetzt eher und er hat eher einen höheren Befehl. Nee, doch nicht. Okay. Panda, wie geht's dir? Schön. Schön ist schön. 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 Nein, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Hi. Ich quatsche heute, glaube ich, wieder so viel Mist, aber es ist vollkommen in Ordnung. Miss Anfang verpasst. Naja, die erste halbe Stunde, in der eh nicht viel war. Außer, dass ich viel gequatscht habe. Aber schön, dass du reinschaust. Moin. Aber die Pilze gelten schon als. Was? Okay, das war jetzt zu schnell weg. Aber die gelten schon als Essen, oder? Ja, okay. Ändert mal alles hier. Neun, das durften wir als Mistlabers, sind wir von damals schon gewohnt. Wenigstens Ehrlichkeit, Dankeschön. Ja, mir geht's gut, vor allem wenn die Winterkuh wieder da ist. Oh, freue mich richtig. Das ist so süß, Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, sehr darüber. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch immer. Also, dass ich schaffe zwischen. Was? Botanikfähigkeit auf Stufe 6. Ah. Dass ich schaffe, halt regelmäßig zu streamen und auch trotzdem den Rest meines Lebens zu managen, ohne dass ich mit irgendwas überfordert bin. Es wird einiges an Ausprobieren benötigen, das weiß ich, aber ich versuch's einfach mal. Okay, jetzt haben wir immer nur weiterhin drei Siedler. Wie kann ich die denn? Gibt es eigentlich schon Kochstellen? Lehmfeuerbehälter. Oh, mit denen kann man Wärme erzeugen. Sollte ich vielleicht darauf achten. Was haben wir denn für eine. Wir haben noch Frühling, das ist noch okay. Müßiggang. Okay, also zur Unterhaltung, klar. Schlachtbank. Okay. Ja, wir gucken mal. Oh, Lagerplatz ist voll. Dann machen wir gerade noch 9. Wenn du dich mal fort bist, hast du doch bestimmt bekannte Freunde, die dich unterstützen. Hoffe ich zumindest. Ja, jein. Also es sind halt Sachen, mit denen wo mich Freunde nicht unbedingt unterstützen können. Was jetzt größtenteils Sachen sind wie meine eigene Arbeit, mein eigener Haushalt und das Stream an sich. Das Stream so an sich möchte ich ja nicht mehr hergeben. Also ungerne und arbeiten kann mir halt keiner abnehmen. Diese Fliege, ne? Ich schwör's euch. Ich werde irgendwann so Jackie Chan und kann die einfach so fangen. Ich weiß halt nicht, wann die. Kann man sehen, wann die schlafen müssen? Kann man tatsächlich. Schlaf. Benötigte Alkohol? Wo brauchst du denn Alkohol für? Religiöse Aktivitäten. Okay.
Stimmung, Gesundheit, Attribute. Kann ich sagen, dass du was aufnehmen sollst? Nee, kann ich nicht. Schade. Ist das hier zum Abbauen? Wieso geht's dir nicht gut? Dir ging's doch gerade eben gut, oder nicht? Etwas müde, vermisst religiöse Aktivitäten. Okay. Terminplan? Im Terminplanfenster kannst du bestimmen, zu welcher Tageszeit dein Siedler welche Tätigkeit ausführen soll. Hold what? Arbeit, Schlaf, irgendetwas. Freizeit. Wowie. Das wird ja richtig kompliziert hier. Das ist doch mehr Arbeit als gedacht. Denke ich mir gerade bei den ganzen Mücken. Tatsächlich habe ich hier keine, wo ich echt froh drüber bin. Weil normalerweise bin ich jeden Sommer zerstochen wie Nadelkissen. Ich könnte als Igel durchgehen, wenn die Rüssel von den Mücken stecken bleiben würden. Katze, wunderschön, mir geht's dir, schön, dass du reinschaust. Moin. Na du? Ich hoffe, dass auch du ein schönes Wochenende gehabt hast bis jetzt und einen schönen Sonntag. Jetzt muss ich für die entscheiden. Die schlafen aber nicht wirklich lang. Kommen von 10 bis 5. Dann Arbeit. Und da mache ich mal Freizeit. Mal gucken, wie lange das gut geht. Ich habe keine Ahnung. Toll, verwalten. Verwende das Verwaltenfenster, um festzulegen, welche Gegenstände deine Siedler automatisch ausrüsten, welche Nahrung, welchen Alkohol sie konsumieren dürfen. Du kannst Siedler immer noch dazu zwingen, etwas zu konsumieren und auszurüsten, indem du rechtsklickst, Aktionsmenü benutzt. Okay. Wer war der Meisterschütze von euch? Sie. Fernkampf. Wait, what? Okay. Ich blick's noch nicht so ganz. Es regnet, die Erde wird nass. Echt? Die Erde wird Nase. Regnet bei euch, echt? Hier nicht. Also hat es heute Nacht, glaube ich, geregnet. Bin mir mal nicht ganz sicher. Ah, jetzt ist Schlafenszeit. Das ist okay. Warum bist du jetzt unglücklich? Vermisst religiöse Aktivitäten. Ja, muss ich mal gucken. Mit den religiösen Aktivitäten. War immer traurig und bei dir. Wieso das denn? Mein Wochenende war okay. Ich muss halt momentan also mehr arbeiten, damit ich halt genug Kohle mache, um das alles hier zu finanzieren. Daher musste ich gestern auch einspringen später an meinem freien Wochenende. Aber alles in allem ganz cool. Hier ist schön Sonnenschein. Hey, bei uns auch. Gestern Nacht war mehr oder weniger ein Monsun. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich war zwar bis um 3 wach. Ne, bis 4 wach. Ich fällt's gerade so an, warte mal, um 3 warst du noch mitten am Zocken. Okay, diese Religionbedürfnisse müssen wir uns echt mal drum kümmern. Aber ich baue mal hier an. Ne, warte mal. Könntest du bitte, bitte wieder abreißen? Da. Ne, warte mal, wie kann ich das denn? Ah. So, okay. Er war bis 4 wach, aber ich habe halt gezockt und Kopfhörer getragen. Daher habe ich das nicht ganz mitbekommen. Um ehrlich zu sein. Kann ich einfach
das ändern? Geht das? Ich bin gespannt.